Yo Mates, was geht ab? Mucka hier am Start und was soll ich sagen? Es wird wieder kälter. Ich habe einen Pulli an gerade. Zwar keine Socken, aber ein Pulli. Hä? Ergibt keinen Sinn. Ist aber so. Aber darum soll es heute nicht gehen. Wir spielen wieder Dead by Daylight. Diesmal sogar als Survivor. Ihr wisst, die letzten Spiele waren als Killer. Der einzige Grund, als Killer zu spielen ist, als Killer könnt ihr nicht sterben. Als Survivor bin ich immer der Erste, der stirbt. Und das versuchen wir heute besser zu machen. Ich werde taktischer angehen. Ich werde feiglinghafter spielen und mich verstecken. Und ich werde hoffen, dass es mein Team als erstes erwischt. Und nicht mich. Bisschen assi, aber naja, ne? Es ist ein Überlebensspiel. Und lieber soll es die anderen erwischen als uns. Loading. Und da geht es los. Cold Tower. Die Map kennen wir schon, Ich spiele eine schwarze. Das tut wieder weh. Aber ich habe das Gefühl, die sterben immer als erstes. Reunited. Ich habe 200 Punkte bekommen, dass wir uns schon zusammengefunden haben. Das war's. Ach komm, das kann doch nicht sein. Lauf! Ich lauf einfach weg. Gleich am Anfang fehlen mir schon die Worte. Okay. Aber er hat ein sehr... Also ich muss sagen... Ich glaube ja... dass dieser Gauss inzwischen der Schwächste ist. Weil man den einfach zu sehr sieht. Würden die das entfernen, dass man den so sehen würde, würde das ganz anders aussehen. Wisst ihr was, wir gehen einfach hier in die Mitte ins Haus. Okay, wir gehen da noch nicht hin. Wir laufen einfach weg. Hey, die Map ist kleiner geworden, kann das sein? Ich glaube, die Map ist ein bisschen kleiner geworden. Boah, aber ich habe auch das Pech, dass du die ganze Zeit bei mir ist, ne? Ich habe die ganze Zeit das Pech, dass er bei mir ist. Okay, aber Leute, ich wollte euch erstmal mitteilen, dass Feedback, ihr habt schon im Titel gelesen, Feedback zu meinen Haaren. Wir haben ja, ich glaube, letzte Woche als Streambestrafung uns ausgewählt gehabt, oder ihr habt es so bestimmt, die Bestrafung war für mich mit M1 Repairman, okay? Oh Gott, jetzt mit Glättaste, ne? Ja. Die Bestrafung war für mich, ich soll mir eine Woche lang die Haare pink färben. Ich natürlich Ehrenmann, hab das durchgezogen. Danke nochmal an Foxy, die mir die Haare pink gefärbt hat. Ja, eine Woche alleine wäre natürlich unlustig gewesen, wenn da nicht die Hochzeit von einem meiner besten Freunde wäre. Boah, was war da? Achso, da ist eins fertig geworden. Also, es wäre alleine nicht so lustig gewesen, wenn einer meiner besten Freunde nicht gehatert hätte. Heißt also, Polterabend, seine Familie, die Familien seiner Frau, alle möglichen Leute, meine ganze Party-Crew am Start gewesen. Alle waren da. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Also, ich weiß echt nicht, was ich dazu sagen soll. Ich wurde so oft angesprochen, aber davor ging es dann nochmal anders los. An dem Tag, an dem wir gefärbt haben, da war die Foxy bei mir und dann war ich den nächsten Tag mit der Foxy noch im Phantasialand. Phantasialand, ja. Die Erfahrung im Phantasialand. Ich dachte, pinke Haare, okay, fällt sie nicht auf. Das sind sowieso nur komische Leute, so alle bunt, alle lustig, alle tritra, trulala. Er hat mich gesehen, oder? Okay, ich habe überlebt. Uhlala. Also ich dachte wirklich, ich würde da wenig auffallen im Phantasialand. Weil, naja, die Leute, die meisten, die da sind, sind inzwischen sogar nicht mal Deutsche, sondern es, auch wenn es Urlaubssaison war und sowas alles, sah es für mich eher aus, als ob
Ich glaube, ja, egal, passiv. Ah, der ist da hinten, das passt. Also, es sah eher aus. Hey Kollege, der Typ kommt zu uns. Lass mal hier verbinden. Also es sah eher aus, als ob da nur aus, also nicht nur, da waren natürlich Deutsche, aber mehr Ausländer als alles andere waren. Das heißt also, die ganzen Touristen waren da sowas alles. Jetzt bitte verbinde mich auch. Sie verbindet mich nicht. Ist das denn ernst? Was macht die? Also es sah so aus, als ob sehr, sehr, sehr viele Touristen da waren. Dadurch war es mir natürlich egal, wenn es jetzt Engländer waren oder so. Aber der erste Eindruck, man hat ja, es ist immer so ein ganz komisches Gefühl am Anfang. Es ist ein ganz komisches Gefühl, sage ich mal. Es ist ein ganz komisches Gefühl. Die Leute gucken dich an. Du siehst es halt einfach, wie die dich angucken. Okay, er kennt. Kann man nichts machen, Mate, sorry. Da kann man nichts machen, wenn er kennt. Die Leute, die gucken dich erstmal an. Das ist schon mal Punkt 1. Die zeigen mit dem Finger sogar auf dich. Also sagen sie nach Motto. Na, wo willst du hin? So echt? Ja, von alleine aus und kommen. Ja, hat ihn erwischt. Es hat ihn erwischt. Schade. Also die Leute haben mit dem Finger auf mich gezeigt und so. Das war schon ganz komisch. Aber man hat sich dran gewöhnt ziemlich schnell. Und ich muss sagen, nach Phantasialand war das so in der Stadt, wenn man mal einkaufen geht mit so komplett pinken Haaren. Das ist ja was ganz Neues. So viele Leute sagen so, ja, wieso hast du das gemacht? Und so, ich habe jetzt meinen Kollegen einfach erzählt, ja, war eine Wette verloren, so dies, das. Muss man ja nicht großartig drüber gehen. Haben einfach gesagt, ja, Wette verloren, passiert. Bin halt ein Ehrenmann, hab das durchgezogen. Ja. So. Kommt der hin oder kommt der nicht hin? Ja, er kommt hin. Nicht gesehen. Okay, läuft dann hinterher. Kann ich das Ding zu Ende machen? Boah, manchmal habe ich doch ein bisschen Angst, wenn der so neben mir ist, ne? Aber diesmal muss ich sagen, erwischt es die anderen Mates mehr als mich. Okay, der wird eh kämpfen. Das heißt, wir müssen ganz schnell zwei durchziehen, dann sind wir hier weg. Ich muss auch sagen, der ist wahrscheinlich wegen meiner Schuld jetzt gestorben. Mehr oder weniger kann man das so sagen, glaube ich. Kannst du voll vergessen. Kannst du weglaufen und kannst du den nächsten Generator anmachen. Das hat so gar keinen Sinn. Das sind halt die schlechtesten. Ich habe zweimal versucht, jemandem zu helfen. Es geht halt nicht. Dafür kenne ich nicht die Map genug auswendig. Leute, die vielleicht die Map auswendig kennen würden, würden helfen und dann wird das schon funktionieren. Für den, der ist hier auch schon halt fertig. Ja. Der muss theoretisch jetzt nur Zeit schinden. Das macht er leider nicht. Er tötet sich selber. Ach Gottchen, komm. Ah, nee, doch. Ja, der wurde gerettet. Der läuft dann hinterher und ich ziehe das jetzt durch.
Ich zieh das jetzt durch. Okay, das war. Okay, ich kann ihm helfen. Ich suche erstmal den Hauptausgang. Ich mache erstmal den Ausgang frei. Wir machen erstmal den Ausgang frei. Ich würde ihm gerne schon helfen, Leute. Sollen wir dem helfen oder nicht? Naja. Guck mal, wir warten erstmal ein bisschen. Ausgang frei. So muss ich ihn jederzeit abhauen. Ich würde ihm gerne schon helfen. Obwohl der ist gestorben. Ja, dann kann man eigentlich theoretisch auch raus. Dann kann man theoretisch auch raus. Warten wir hier noch ein bisschen. In der Zeit kann ich dann erzählen von meinen Erfahrungen. Ja, okay. Da wird nichts mehr. Dadurch, ich hätte ihn jetzt noch einmal mich hitten lassen. Oder ich hätte mich den einmal hitten lassen. Aber dadurch, dass er gekämpft hat, mache ich das nicht. Naja, Erfahrungen waren. Habe ich jetzt nicht großartig erzählt. Fakt ist, die Leute haben dich angeguckt ohne Ende. Man gewöhnt sich dran. Ist auf jeden Fall eine Erfahrung wert gewesen, würde ich sagen. Definitiv eine Erfahrung wert gewesen. Würde ich mal vielleicht jedem empfehlen für eine Woche, wenn das arbeitstechnisch bei euch so also möglich ist, zu machen. Lohnt sich. Lohnt sich auf jeden Fall. Jetzt auf jeden Fall gehe ich zu DM nach diesem Video und werde mir erstmal eine neue Haarfarbe gönnen. Natürlich, ja, ich weiß gar nicht, ob ich die richtige finde. Ich muss jetzt irgendeinen Braunton finden, damit ich so aussehe, wie ich vorher ausgesehen habe. Und danach geht das eigentlich auch schon so mehr oder weniger zum Friseur. Deswegen, Leute, peace and out. Schön starten die Woche. Man hört sich.